Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, lasst euch nicht von meinem Outfit stören. Ich habe noch die Jacke an. Ich habe hier noch Musik drin. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Und zwar pünktlich 19 Uhr. Habt ihr es nicht gesehen, aber egal. Pünktlich 19 Uhr bin ich zu Hause angekommen. Ja. Und jetzt kommen wir zum Unboxing. So, wenn ihr auch mal seht, wann ich so zu Hause ankomme, manchmal, meistens. Montags ist das ganz normal, 19 Uhr. So. Um 6, um 7 zu Hause, erst zu Hause. Das ist egal, darum geht es auch gar nicht. Ein neues Unboxing. Und zwar machen wir heute. Ich hoffe, ihr seht was. Und zwar Arcania The Complete Fail, Tail, Fail, Fail, genau, Fail, Complete Fail, passt eher. Nee, ist quasi der vierte Ableger der Gothic-Reihe. Gothic, 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 was auch immer, Gothic, Gothic. Und das ist der einzige, der auf der Konsole erschienen ist, sozusagen, auf einer Konsole. Ich habe jetzt hier die PS4-Fassung. Gab es vorher auf PC, Xbox 360, PS3 und jetzt kommt PS4 dazu. Die PC und die Xbox 360 Fassung sind 2 Jahre alt oder so. Die PS3, ich glaube auch so ungefähr 2 bis 1 Jahr alt und sowas. Und die hier, die ist vor, lass mich lügen, von einem halben Jahr rausgekommen oder so. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe mir ist ja egal. Ich habe mir das für die PS4 geholt. Ich wollte es erst wieder für die Xbox 60 holen, weil ich es damals für die Xbox 60 hatte. Ich habe es mir aber jetzt, wie gesagt, für die PS4 geholt, weil ich die Hoffnung habe, dass es grafisch nicht so hingerotzt ist wie die PS3-Fassung. Die ist ja grottenschlecht gewesen. Die habe ich schon komplett ausgeschlossen, weil ich die überhaupt nicht wollte, so schlecht wie die aussah. Die PC-Fassung wollte ich auch nicht, weil ich am PC nicht spielen kann, weil ich keinen Gaming-Laptop habe. Und dann habe ich jetzt überlegt, die Xbox 360-Fassung oder PS4-Fassung. Und da ich ein Spiel für die PS4 brauche, habe ich mir gedacht, okay, nehme ich es für die PS4 mit. Hast du erstens wieder Spiel für die PS4 und zweitens vielleicht eine einigermaßen ansehnliche Grafik. Ich glaube es zwar immer noch weniger, aber ich hoffe es immer noch. So, machen wir mal auf. Holen wir mal raus. Viel wird nicht drin. Übrigens enthält dieses The Complete Tale so das Originalspiel plus das Add-on oder die Erweiterung Fall of Setarif, genau. Genau, das war die Erweiterung und das Originalspiel. Hier nochmal ausgepackt. Entscheide den Kampf um Argans Zukunft. Ja, im Grunde habe ich mir auch nur wegen der Sammlung geholt. Das Spiel ist nicht meins, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich aufmache, sehe ich da gar nichts drin. Ist wunderbar, ist ein schönes Unboxing, ist alles leer. Bis auf die CD natürlich. Das tut aber jetzt nichts zur Sache. Ich habe es mir eigentlich nur der Sammlung halber geholt. Weil ich sowieso ein großer Gothic-Fan bin. Oder allgemein Open-World-Fan bin, deswegen. Wobei, das hier ist ja nicht Open World, also von daher. Gothic 1 bis 3 hatte ich nicht gespielt, sondern 1 und 2 habe ich bloß gespielt. 3 konnte ich nicht spielen, weil es auf meinem PC nicht funktionierte. Zumindest einigermaßen fehlerfrei, mit allen Patches, die es so gab. Wie gesagt, das habe ich mir jetzt geholt, der Sammlung halber, und weil einfach zum Durchspielen nochmal, weil ich habe es noch nicht durchgehabt. Es ist in meinen Augen kein Gothic, aber wenn man es als, ich finde, wenn man es als
als Spiel für sich sieht, aus keiner Reihe, dann ist es eigentlich gut bis mittelmäßiges Spiel, mittelmäßig bis gutes Spiel, wenn da halt nicht die Charaktere wären, die eben aus der Gothic-Reihe genommen sind. Hier ist noch die Disc. Die Disc, sage ich jetzt einfach mal, die Blu-ray-Disc, weil Discs sind es ja alle. Sonst ist hier nichts drin. Außer hier noch irgendwelche Sicherheitsinformationen. Ja. Braucht ein Spieler 5,8 GB bis 1080p HD-Ausgabe unterstützt Remote Play. Sozusagen kann man das quasi auch mit der PS Vita irgendwie machen. Ja, auf jeden Fall. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist halt ein Gothic, aber in meinen Augen ist es kein Gothic eben, aber es gibt wesentlich bessere Spiele, die das Potenzial haben, ein Gothic zu sein. Da nenne ich einfach mal nur Risen 1 oder Risen 2, sind definitiv zwei Titel, die eher ein Gothic sind als das hier. Wobei, stimmt, Risen 1 und 2 und 3, drei müsste glaube ich auch noch sein, sind ja vom Gothic-Entwickler quasi gemacht. Das hier war damals von Joe Wood, die dann pleite gegangen sind. Und jetzt wurde es nochmal von Nordic Games und Black Forest irgendwie nochmal rausgebracht. Wie gesagt, die ursprüngliche Version ist quasi von Joe Wood gewesen. Was finde ich den, was man merkt. Denn Piranha Bytes hatte damals noch an Teil 1 und Teil 2 gearbeitet. Beziehungsweise Joe Wood hatte damals, glaube ich, schon an Teil 2 mitgearbeitet. Irgendwie, ich weiß es nicht. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. So viel habe ich nicht im Kopf. Teil 3 war dann von Joe Wood. Und es war fehlerhaft bis in die, nee, bis in alle Ecken. Und dann kam das. Das war fehlerhaft, keine offene Welt und alles hat alles verkehrt gemacht, was man in Gothic verkehrt machen kann. So einfach ist das. Ist kein gutes Gothic, aber kein schlechtes Spiel, würde ich so sagen. So viel wollte ich dazu sagen. Das war's auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Und euch erwartet noch drei weitere Unboxings erwarten euch noch. Und zwar, ich mach jetzt mal so ein Spoiler. Und zwar unboxe ich noch The Witcher 3. Omega Quidditch. Oder wie das heißt. Das ist so ein Anime-Dings für PS4. Übrigens, The Witcher 3 ist auch für PS4. Und das Lösungsbuch zu The Witcher 3. Die drei Unboxings erwarten euch auf jeden Fall jetzt noch, wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen das Zeug ankommt bei mir. Auf jeden Fall, ich werde jetzt das hier nochmal einlegen und ich werde mich jetzt mal fertig machen, wieder umziehen, so dass ich quasi alltagstauglich oder bequemer, was bequemeres anziehen. Dann werde ich das mal einlegen und mal ausprobieren. Und dann entscheide ich halt, mache ich dazu noch ein Let's Play oder lasse ich es bleiben. Also, hier weiß ich nämlich überhaupt nicht. Bei The Witcher 3, wie es da aussieht, da erfahrt ihr es in einem Unboxing. Gut. Jetzt auf jeden Fall. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich sehe müde aus.